Willkommen zu unserer nächsten Session. Es geht um Elektron, Cordova und PWA. Was man in welchem Fall für was einsetzt, das möchte ich euch heute zeigen. Bevor wir in das Thema reinstarten, möchte ich mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Christian Liebel und ich bin Mitglied bei W3C, bei der Web Apps Arbeitsgruppe sowie bei den Expertenprogrammen von Microsoft und Google, dem MVP und GDE Programm. Mein persönliches Fachgebiet ist Angular und PWA. Erkennt man vielleicht auch schon so ein bisschen im Titel. Mein Themenschwerpunkt liegt also besonders auf der Entwicklung von Progressive Web Apps. Und Elektron und Cordova habe ich früher mal gemacht, aber ich bin mittlerweile sehr großer Freund dieses PWA-Ansatzes. Und warum, versuche ich heute zu zeigen. Die Folien, die ihr hier heute seht und auch die Demo, die ihr heute seht, findet ihr unter diesem Link. Und falls ihr im Nachgang Fragen habt, falls da welche auftauchen sollten, dann nutzt gerne eine dieser beiden Kommunikationskanäle, die ihr hier sehen könnt, gerne auf Twitter, gerne per E-Mail. Und ich komme dann sehr gern auf euch zurück. Gut, ihr habt euch heute für einen Cross-Plattform-Vortrag im Prinzip entschieden und wie man sieht, gibt es verschiedene Technologien. Und um mal reinzukommen, wollen wir so schauen, warum man das denn überhaupt machen will, also was die Idee denn überhaupt ist hinter diesen drei Dingen. Also, wir beginnen mit einer kurzen Intro, warum will man das machen, und dann arbeiten wir uns weiter über die konkreten Technologien. Ich möchte dann jeweils kurz PWA vorstellen, das Elektron-Anwendungsmuster vorstellen und einmal Cordova vorstellen. Jeweils mit den Vor- und Nachteilen, die jeweilige Technologie besitzt. Und am Ende möchte ich das Thema gerne nochmal zusammenfassen und euch auch eine Handlungsempfehlung praktisch mitgeben, was das für eure Anwendungen, die ihr in eurem Unternehmen schreibt beispielsweise, dann bedeuten könnte. Beginnen wir also kurz mit einer kurzen Intro. Da geht es also praktisch jetzt um das Thema Cross-Plattform-Entwicklung. Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man Anwendungen entwickeln kann. Ich persönlich bin aus dem .NET-Bereich, deswegen auch immer noch hier sehr gerne bei der Basta dabei. Habe früher Windows Forms gemacht, dann später WPF. Und das sind ja alles Technologien, die jetzt per se nicht cross-plattformfähig sind. Und ja, okay, Windows Forms kriegt man irgendwie auf Mono dann doch noch auf anderen Plattformen zum Laufen, aber schon beim Smartphone hört dann die ganze Geschichte wieder auf. Und WPF geht sinnvoll ohnehin nur auf Windows. Und auch .NET Core hat ja kein echtes Cross-Plattform-Frontend-Framework praktisch mit sich dabei. Und ja, diese Nachricht ist praktisch keine neue. Bereits hier 2013 hat mein Kollege Christian Weyer auf der Basta gesagt, also mittlerweile 7 Jahre her, dass doch das Web eine wunderbare Plattform ist, um dort seine Anwendungen zu vertreiben. Denn es hat ganz große Vorteile natürlich. Web-Anwendungen laufen auf so gut wie jeder ernstzunehmenden Plattform. Läuft auf allen Mobilplattformen, die größeren heute sind iOS und Android, läuft auf allen Desktop-Systemen, macOS, Windows und Linux beispielsweise. In allen Browsern, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, plus überall dort, wo dann noch irgendwo ein Browser zur Verfügung steht. Und das kann euer Kühlschrank sein oder der Tesla hat beispielsweise auch einen Chromium-Browser drin. Das heißt, all diese Dinge sind potenzielle Ausführungsumgebungen für eure Anwendung. Und hier ist nochmal ein Zitat aus diesem Vortrag von 2013. Cross-Plattform-Entwicklung und Cross-Device-Entwicklung wird die Norm in den nächsten paar Jahren werden und ich glaube, mittlerweile sind wir hier wirklich angelangt. Jetzt ist also 2020. Wir sehen, diese Cross-Plattform-Story funktioniert noch immer und die ist praktisch so gut wie noch nie. Woran kann man das erkennen? Schon mal daran, dass wahrscheinlich jeder von euch irgendeine webfähige oder auf Webtechnologien basierende Anwendung verwendet. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr Skype nutzt, wenn ihr Slack nutzt oder wenn ihr Visual Studio Code nutzt, dann ist es eigentlich eine Webanwendung, die da unten drunter tickt. Das heißt, dieses Konzept ist also geglückt. Ja? Und das Schöne ist, oder die Frage ist, warum kommt es überhaupt in Betracht, dieses Konzept? Warum will man das machen? Weil es uns Folgendes verspricht. Wir brauchen nur Beachball, okay, schauen wir mal, ob es gleich weitergeht. Wir brauchen lediglich ein Team. Genau, wir haben lediglich eine Codebase
und dennoch die komplette Reichweite an Plattformen. Und das, vor allem hier dieser Codebase-Anteil, ist ziemlich interessant, denn das bedeutet, dass wir unsere App wirklich genau einmal schreiben und wir sie danach auf einer maximalen Bandbreite von Plattformen ausführen können. Mehr als das bedeutet es praktisch auch, dass ein Bug, den ich einmal schließe, gleich auf allen Plattformen geschlossen ist und wenn ich ein Feature einmal entwickle, dass es auf allen Plattformen gleich gut läuft. Ich glaube, das kennt man auch von so bestimmten Anwendungen, die dann zum Beispiel auf Android ein ganz tolles Feature haben, was auf iOS aber nicht so funktioniert. Finde ich dann immer sehr frustrierend. Und ja, hier macht man sich praktisch zunutze, wenn man die App einmal schreibt, dann habe ich es überall gleich auch in derselben Güte zur Verfügung. Und genau, wenn ich einen Bug praktisch schließe, dann ist er auch gleich überall geschlossen. Das verspricht uns die Cross-Plattform-Entwicklung im Jahr 2020. Und jetzt befinden wir uns praktisch auf dem Weg. Dieses Webkonzept, und das werden wir heute auch sehen, das wird praktisch schrittweise immer besser. Man kann mittlerweile immer mehr Anwendungsarten umsetzen, wo man vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht dran geglaubt hätte, sowas irgendwann einmal funktioniert. Wir sind also auf dem Weg zu einem Anwendungsmodell, das sich das auf verschiedenen Webtechnologien basiert. Wir sehen hier zum Beispiel HTML5, da ging die ganze Reise los. Ja, im Jahr 2007, 8, 9 kann man sagen, das sind so die Zeit, als es losging. HTML5 hat praktisch den Grundstein gelegt für die weitere Reise dieses Cross-Plattform-Modells. Warum im Konkreten dieses Sprachlevel hat uns zum Beispiel lokale Speichertechnologien gebracht oder Zugriff auf den Standort des Anwenders gegeben. Also schon mal ein Teil von nativen Fähigkeiten. Aber noch längst nicht alles. Und aus genau diesem Grund beschäftigen wir uns heute noch mit diesen beiden Technologien hier, Electron und Cordova. Denn diese beiden Technologien sind jetzt dafür da, die fehlenden Fähigkeiten, die das Web heute noch nicht hat, zur Verfügung zu stellen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, dass diese beiden Technologien, GitHub eher für Desktop-Systeme, Cordova eher für Mobilsysteme, über einen sogenannten nativen Anwendungsrahmen native Schnittstellen im Web verfügbar machen. Diese beiden Sachen, die brauchen wir Stand heute noch als Vehikel praktisch, damit wir basierend auf Webtechnologie ebenbürtig sind mit nativen Anwendungen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel VS Code, warum Skype in einem nativen Wrapper drin läuft, denn VS Code bräuchte beispielsweise schon einmal Dateisystemzugriff, den es heute im Web zum Beispiel noch nicht gibt. Braucht auch noch ein bisschen mehr als das. Das Terminal zum Beispiel ist auch eine native Schnittstelle. Ja. Aber das mal so grob zur Einordnung, warum es diesen Rahmen überhaupt braucht. Und Ziel dieser ganzen Reise ist jetzt ein Anwendungsmodell, was sich Progressive Web Apps nennt. Und Progressive Web Apps basieren letztlich auf der Webtechnologie, wie wir sie kennen, aber lassen diesen nativen Wrapper weg. Das heißt, die Idee bei Progressive Web Apps ist, dass all diese Fähigkeiten später am Ende direkt im Browser verfügbar sind. Und auf diesem Weg befinden wir uns und sind gar nicht mal so schlecht dabei. Das ist also grob zur Einordnung. Und jetzt werfen wir mal direkt einen Blick in die soeben genannten Progressive Web Apps. Ein Vertreter praktisch von dreien, die wir uns heute anschauen, Electron und Cordova folgen dann später. Ja, PWA nennt sie das Ganze, ist die Abkürzung dafür. Lange Name ist Progressive Web App. Und das ist ein sogenannter Umbrella-Term, sagt man. Das heißt, es ist relativ schwer greifbar. Es ist mehr so ein Überbegriff über eine Kategorie von Website, über eine Kategorie von Webanwendung. Man spricht nämlich dann von einer Progressive Web App, wenn sie diese Eigenschaften erfüllt, die man hier sieht. Das sind die typischen 10 Eigenschaften. Je nach Quelle findet man mal welche weniger, mal welche mehr. Und von einer PWA spricht man dann, wenn wir eine Webanwendung vor uns haben, die zum einen mal responsive ist. Also die sich an die Bildschirmabmessungen des jeweiligen Geräts anpasst. Heißt typischerweise, dass man sich die Breite eines Bildschirms anguckt. Bei Smartphones stellen wir zum Beispiel fest, dass er relativ
ja, nicht ganz so breit ist. Ja. Und wenn wir auf ein Tablet gehen, haben wir etwas mehr Platz zur Verfügung. Und wenn wir auf einem großen Desktop-Bildschirm beispielsweise sind, dann haben wir in der Breite sehr viel Platz. Und abhängig davon, wie viel Pixel ich in der Breite habe, würde ich das Layout umschalten. Jetzt auch nichts Neues. Ich denke, Bootstrap hat hier schon jeder gehört. Auch in WPF kam so ein Layout-Modell später hinein, sodass praktisch keine Rolle spielt, auf welchem Bildschirm ich bin. Ich soll immer eine nach Möglichkeit gute Benutzererfahrung haben. Zum Zweiten sollen Progressive Web Apps linkable sein. Das bedeutet, dass ich den Link aus der Adresszeile kopieren kann, meinem Kollegen schicken kann und wenn der draufklickt, dann landet der nicht nur in derselben Anwendung, sondern im Idealfall auch noch auf dem exakt gleichen State. Also zum Beispiel, wenn wir in der Artikelverwaltung sind, dann auch wirklich auf diesem Artikel, sofern er die Berechtigung hat. Das nennt sich linkable, kommt im Web meistens komplett kostenfrei schon mit dazu, weil Websites einfach URLs haben. Aber versucht das Ganze mal bei einer nativen App zu machen. Also versucht eurem Kollegen beispielsweise einen Link zu schicken zur dritten Einstellungsseite in Visual Studio oder sowas. Das geht nicht. Das haben wir in der Desktop-Entwicklung beispielsweise einfach nicht. Okay. Dann sollen die als nächstes discoverable sein, das heißt, dass sie unterscheidbar sind von Webanwendungen. Gibt dafür das sogenannte Web App Manifest, daran kann ich erkennen, diese Website versucht jetzt gerade eine App zu sein und dann kann ich die später zum Beispiel in einer speziellen Google-Suche auch wieder antreffen. Gibt es heute noch nicht, aber zum Beispiel kann der Suchmaschinenanbieter anhand dieses Web App Manifest erkennen, dass das hier eine App ist. Und Browser tun das Gleiche, denn das brauchen Sie für diesen nächsten Punkt, für den Punkt Installable, denn Progressive Web Apps lassen sich auf dem System installieren. Die kriegen dann ein Home-Bildschirm-Icon oder einen Programmlisteneintrag, je nach dem Betriebssystem, je nachdem, wie es dort einfach reinpasst. Und wenn ich es von dort aus starte, dann erscheint diese Anwendung so, als sei es eine native App und ich kann sie kaum mehr unterscheiden von den nativen Gegenstücken. Dann sollen sie App-like sein, das bedeutet, dass sie so aussehen sollen und sich so anfühlen sollen wie native Anwendungen, heißt, sollen native Navigationsmuster beispielsweise einsetzen, denn so eine klassische Website mit Times New Roman oder so fühlt sich nicht schön an. Also da muss man ein bisschen mehr rein investieren, das sagt App-like. Dann als nächstes Connectivity Independent, das bedeutet, dass die Anwendung offline laufen soll oder auch bei einer schwachen Verbindung. Das heißt, es wäre schade, wenn die PWA sich im Offline-Zustand nicht mehr öffnen lässt von dem Home-Bildschirm-Icon. Ja, wäre blöd. Aus dem Grund muss sie irgendwie auch offline-lauffähig sein. Und das Schöne ist, wenn sie offline-lauffähig ist, heißt das, dass ich sie in einen lokalen Zwischenspeicher legen muss und von dort startet die natürlich auch bei vorhandener Internetverbindung enorm schnell. Und damit wird die Webanwendung auch vom Gefühl her nativen Anwendungen wieder sehr, sehr nah. Dann sind sie als nächstes fresh. Das bedeutet, dass wir jetzt trotz dieser Kopie im Zwischenspeicher immer versuchen sollten, dem Nutzer die aktuellste Fassung der Anwendung zu geben. Safe heißt, dass die Anwendung über HTTPS ausgeliefert werden muss, ist ohnehin für viele moderne Webschnittstellen mittlerweile eine Grundvoraussetzung. Reengageable sagt, dass diese Anwendungen auch Push-Benachrichtigungen schicken können und Progressive heißt, dass diese Form von Webanwendungen ältere Browser nicht abschneiden soll. Bedeutet, wenn eine Webanwendung zum Beispiel problemlos auch im Internet Explorer 11 laufen könnte, zum Beispiel weil sie einfach nur Forms over Data anzeigt, dann soll diese Anwendung nicht in früheren Versionen brechen, nur weil ich jetzt neue Schnittstellen nutze, wie zum Beispiel die Installierbarkeit. Das sind so typischerweise die 10 Eigenschaften, anhand derer man das typischerweise festmacht. Und wenn ich mich an eine Auswahl dieser Eigenschaften halte, dann bietet der Browser beim Aufrufen einer entsprechend gestalteten Website hier oben so einen Plus-Button an. Und wenn ich auf den klicke, dann kann ich die jeweilige App zum Beispiel installieren, wie man es hier sieht. Und da sieht man auch übrigens schon einen ersten Vertreter einer Progressive Web App, denn Spotify, wenn man da auf den Web-Client geht, kann man hier sehen, dann lässt sich das als App auf dem Gerät installieren und die sieht dann wieder fast genau gleich aus wie der native Client. Okay. Das
ist so ungefähr der Stand, den wir so im Jahr 2018 erreicht haben. Denn das Konzept, wie ich es bis eben beschrieben habe, funktioniert circa ab 2018 auf allen genannten Plattformen, ja, also auf allen relevanten Desktop- und Mobilplattformen. Die Webentwicklung ist da jetzt aber nicht stehen geblieben, sondern das Ganze geht weiter. Das heißt, das Web kann jetzt mehr als nur offline zu sein und jetzt Anwendungen auf dem Gerät zu installieren. Denn zwischenzeitlich wurde eine Initiative ins Leben gerufen, die sich Project Fugu nennt. Fugu ist eine japanische Spezialität, ist ein Kugelfisch und dessen Muskelfleisch ist giftig. Das heißt, wenn man das isst, dann ist die Zunge so leicht gelähmt und deswegen ist es ein besonderes Geschmackserlebnis. Wohl nicht ganz zufällig hat man das bei Google, hat man diesen Namen gewählt, denn der Kugelfisch kann auch tödlich sein. Wenn es also die falsche Person zubereitet und kein zertifizierter Koch, dann ist es ja vielleicht der letzte Fisch, den man gegessen hat. Das heißt, hier bei dieser Initiative geht es um eine potenziell gefährliche Sache, die, wenn man sie richtig macht, aber gut ist. Und das versuchen nicht nur Google zu machen, sondern auch noch zwei andere Unternehmen, und zwar Intel und Microsoft. Microsoft ist hier dabei, da der neue Microsoft Edge ja jetzt auf Chromium basiert, also dem Unterbau, auf dem auch Google Chrome aufsetzt. Und bei Intel könnte man sich immer fragen, was machen die da jetzt eigentlich dabei? Aber da ist es so, dass die beste Hardware ohne Software relativ nutzlos ist und laut Intel-Telemetriedaten haben die Anwender über 50% der Zeit einen Browser geöffnet. Das heißt, es ist auch in deren Interesse, dass das Web möglichst stabil, möglichst flüssig läuft. Daher kommt diese Konstellation zustande. Was will dieses Projekt jetzt erreichen? Es möchte uns jetzt ein more capable Web geben, also ein deutlich fähigeres Web und dort einige dieser Schnittstellen, die native Power bringen, verfügbar machen. Und hier gibt es auch ein schönes Zitat von Thomas Steiner von Google. Der sagt, lasst uns das Web zurückholen, und zwar API für API. Was meinen die damit? Um welche APIs geht es da? Hier sehen wir mal vier ausgewählte Schnittstellen. In der Mitte sieht man das Fugu-Symbol. Das ist das Android-Emoji für den Kugelfisch. Und eine Schnittstelle ist zum Beispiel der sogenannte Contact Picker. Dort bekomme ich als Anwendungsentwickler einen eingeschränkten Zugriff auf das Adressbuch des Anwenders. Der Anwender muss einen Eintrag auswählen und danach bekomme ich zum Beispiel Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postanschrift und Name dieses Kontaktes. Die Wake-Lock-API ist sehr interessant. Die erlaubt es mir, den Standby-Modus des Gerätes für eine kurze Zeit zu unterdrücken. Das ist zum Beispiel für Rezepte-Apps relativ interessant, denn was die derzeit machen, ist im Web zum Beispiel ein unsichtbares Video abzuspielen, damit der Bildschirm nicht ausgeht. Problem ist, dass das furchtbare Auswirkungen auf die Batterielaufzeit hat. Habe ich letztens auch mal gemacht, habe mit dem iPad gekocht und auf einmal war der Akku innerhalb von einer halben Stunde leergezogen. Aus Gründen wie diesen bringt man die Wake-Lock-API. Picture-in-Picture gibt uns eine Möglichkeit, in einem separaten Fenster, das sich über andere Fenster legt, ein Bild darzustellen oder Videoinhalte abzuspielen. Das ist sehr praktisch. Und als viertes ist die Native File System API geplant. Und die wiederum gibt jetzt Webanwendungen Zugriff auf das native Dateisystem. Oder zumindest einen Teilbereich davon, denn man darf nie vergessen, dass diese Schnittstellen natürlich auch allen anderen Leuten im Web zur Verfügung stehen, somit auch sehr aufdringlichen Werbetreibenden, die wahrscheinlich jeder kennt, und eventuell auch potenziell gefährlichen Websites. Aus dem Grund wird es zum Beispiel mit der Native File System API nicht möglich sein, auf Systemverzeichnisse zuzugreifen oder sensible Verzeichnisse, zum Beispiel das Benutzerprofil. Was die Native File System API dann aber ermöglicht ist, dass jetzt eine ganze Reihe von Anwendungen einfach ins Web kann. Visual Studio Code beispielsweise hat jetzt nicht mehr so arg viele Argumente, warum das jetzt in diesen nativen Anwendungswrapper verpackt werden muss. Denn wenn ich jetzt künftig einfach aus dem Web heraus einen Ordner aufmachen kann oder eine Datei aufmachen kann, dann braucht es eben diesen Rahmen außenrum nicht mehr.
Ja, ich finde diese API sehr spannend, weil die nicht nur IDEs ins Web bringen kann, sondern sämtliche Art von Produktivitäts-Apps, denkt an Office-Programme beispielsweise, Bildbearbeitungsprogramme, Videobearbeitungsprogramme, bekommen damit jetzt eine Tür ins Web geöffnet. Das wird noch sehr spannend werden. Und wenn ihr sagt, es gibt ja noch eine andere Funktion, die ich im Web gerne hätte und die noch nicht da ist, dann ist das Schöne, dass man an das Fugu-Team auch einfach diese Schnittstellen melden kann. Falls ihr also sagt, es wäre wichtig, dass ich aber Zugriff habe auf die Taschenlampe des Handys beispielsweise, gibt es heute auch noch keine Schnittstelle dafür, dann kann man hier auf diese URL gehen und kann dem Fugu-Team vorschlagen, welche Schnittstelle man denn braucht. Wenn ihr das macht, dann landet euer Vorschlag hier im sogenannten Fugu API Tracker. Der Link dazu steht unten und hier ist aufgeschrieben, was sich denn Google, Microsoft und Intel gemeinsam so vorgenommen haben. Wenn ein neuer Vorschlag kommt, der bisher typischerweise von einem der drei Unternehmen oder seiner Partner stammt, dann wird nämlich zuerst mal der Bedarf ermittelt, ob es es überhaupt wirklich braucht oder ob ihr mehr oder weniger die Einzigen seid, die dieses Thema brauchen. Und wenn festgestellt wird, es wäre gut, das im Web zu haben, dann bekommt es eine Priorität. Hier in dem Screenshot sehen wir die Prio 1 Tasks, es gibt 1, 2 und 3 und in dieser Sortierung sind die dann anzutreffen. Und auf der linken Seite sieht man beispielsweise, um was es geht. Wir können mal gucken, hier ist Native File System API, SMS Receiver API zieht so ein Einmalpasswort aus der SMS raus und legt es dann in eure Anwendung rein. Web Serial API soll Zugriffe auf die serielle Schnittstelle geben. Dann haben wir noch Notification Triggers, um an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eine Benachrichtigung einzuschicken. Es gibt die Window Placement API, die mir dann erlaubt, auf einer beliebigen Position des Bildschirms ein Fenster darzustellen. Das ist momentan auch noch nicht möglich. Und vieles, vieles weitere. Web-NFC ist beispielsweise auch eines der Schnittstellen, die in Kürze im Web landet. In dieser Spalte hier sieht man dann praktisch, wer diese Schnittstelle implementiert. G steht für Google, M steht für Microsoft, I steht für Intel. Und in Where kann man sehen, auf welcher Plattform das passieren soll. Idealerweise sind die Schnittstellen immer plattformübergreifend, also sowohl auf Mobilgeräten als auch auf dem Desktop anzutreffen. Aber in manchen Fällen, wie zum Beispiel jetzt diese Window Placement API, wird es nur auf dem Desktop sinnvoll sein. Und rechts sieht man dann sogar schon, wann diese Schnittstellen im Web ungefähr landen sollen. Denn überall, wo ihr so einen Kugelfisch seht, da soll diese Schnittstelle direkt in Chromium implementiert werden und funktioniert dann in allen Browsern, die darauf aufsetzen, also Chrome, Edge, Samsung Internet, Opera, Vivaldi und so weiter. Und das sind die Aussichten praktisch für Progressive Web Apps. Und die sind sehr, sehr gut. Ich will euch kurz ein Beispiel zeigen, wie man jetzt hier im Falle der PWA zum Beispiel mit dem Dateisystem jetzt interagieren kann. Und das Wichtigste ist dabei erstmal, dass wir immer erst prüfen müssen, ob denn der Browser, in dem ich gerade ausgeführt werde, überhaupt die Schnittstelle unterstützt. Nennt man auch Progressive Enhancement. Das heißt, ich versuche immer das Feature zu erkennen. Und wenn die Schnittstelle hier ist, im Falle der Native File System API muss es also die Methode Choose File System Entries auf dem Window-Objekt geben, dann nutze ich die Schnittstelle. Und wenn ich die Schnittstelle nicht habe, dann rufe ich sie halt eben gerade nicht auf, weil sonst die Webanwendung bricht. Und das setzt diese Eigenschaft Progressive um. Okay, wenn wir die Schnittstelle haben und alles gut ist, ist hier in diesem Fall jetzt so, dann können wir uns ein Dateisystem-Handle geben lassen, indem wir die Methode aufrufen. Die ist Promise-basiert und wie man sehen kann, haben wir auch Async- und Await-Schlüsselwörter im Web. JavaScript hat sich das von .NET abgeschaut und erlaubt jetzt auch hier ein sehr einfaches Schreiben von asynchronem Code. In dem Fall hat der Benutzer jetzt also eine Datei gewählt und möchte die gerne öffnen. Das Schöne ist, dass wir als Entwickler jetzt immer nur, egal auf welchem System wir sind, die Methode Choose File System Entries aufrufen. Und die konkrete native Implementierung, die unten drunter liegt, da kümmert sich jetzt der Browser drum, dass wir die richtige öffnen.
weiß nicht, wer sonst vielleicht schon mal Cross-Plattform-Entwicklung gemacht hat, mit Xamarin beispielsweise, da hat man teilweise den Fall, dass man erst gucken muss, auf welcher Plattform bin ich denn. Und wenn ich auf Windows bin, mache ich das, und wenn ich auf macOS bin, tue ich das, und auf Linux das. Das passiert hier nicht, sondern hier ist es immer nur diese eine Schnittstelle, die plattformübergreifend funktioniert. Jo, danach kann ich praktisch einen Zugriff auf die echte Datei machen, kann mit der irgendwas machen und genau, und kann sie dann somit modifizieren. Wie gesagt, wenn ich die Schnittstelle nicht habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder eine Fallback-API nutzen, die gibt es im Web zuhauf. Man wird überrascht sein, was im Web alles schon ging auf einzelnen Plattformen. Oder ich kann das passende Feature auch einfach in der App verstecken oder nicht mehr zur Verfügung stellen. Okay, das ist mal so ein Überblick über moderne Webschnittstellen. Die sehen so aus. Und ich rufe sie einmal auf und sie funktionieren überall, egal wo ich bin. Ich muss mich nicht darum kümmern, ob es jetzt ein Mobilgerät ist oder ob es Android ist und so weiter. Alles klar. Gucken wir uns kurz mal an, wie das dann funktioniert, dieses Muster. Hier in dem Fall rufen wir Choose File System Entries auf. Und jetzt ist es eben so, dass der Browser zu seiner eigenen Kompilierungszeit diese Webschnittstelle durch die jeweilige native Implementierung ausfüllt. Das heißt, wenn ihr das Ganze auf einem Chrome aufruft, die für Android implementiert wurde, wird hier hinten dran tatsächlich der Action-Get-Content-Intent ausgeführt. Und auf Windows wird der iFile-Dialog geöffnet und unter macOS das NS-Open-Panel beispielsweise. So ist die Idee von diesen neuen Webschnittstellen, die zum Beispiel durch Project Fugu ins Web kommen. Als nächstes habe ich eine kleine Demo mitgebracht, die jetzt exakt diese Schnittstelle nutzt, exakt diese Native File System API verwendet. Und diese Lösung ist eine PWA und das Schöne ist, ihr könnt sie alle testen auf allen euren Geräten, die ihr dabei habt. Auf iPads hier zum Beispiel, auf Android-Tablets, auf eurem Smartphone, gerade egal. Das ist die Demo, ruft die gerne mal auf. Ja, ich denke, man kann auch schon sehen, um was es geht. Was ihr hier vor euch habt, ist ein Microsoft Paint-Klon. Und zwar ein Klon der Version von Paint für Windows 98 als Webanwendung. Ja, genau, das ist noch das richtig alte. Leider nicht Paintbrush, damit bin ich groß geworden. Aber immerhin das da. Genau. Und wenn es alle haben und keiner schreit, dann öffne ich es hier vorne nämlich auch. So. /paint. So, und genau. Es ist so, dass das hier eine Progressive Web App ist. Ja? Das heißt, ihr Leben beginnt immer hier zunächst einmal im Browser, wie man sehen kann. Das hier ist es gerade Chrome, in dem ich es geöffnet habe. Und im Prinzip hat mir einfach Webtechnologien genutzt, um jetzt Paint nachzubilden. Ja, das ist hier gemacht worden. Und wenn ich das Ganze installiere, habe ich leider vorher schon gemacht. Das lass mich jetzt gerade nochmal kurz deinstallieren, als ich es vorher nochmal durchgetestet habe. So. Nochmal neu laden. Also, man sieht hier oben auf dem Button Install. Ja. Wenn ich auf den Button da oben jetzt gehe, kann ich das Ganze jetzt als Anwendung auf meinem Gerät installieren, indem ich da drauf tippe. Wenn ich das mache, dann läuft die Anwendung jetzt im sogenannten Standalone-Modus. Das heißt, sie läuft jetzt in einem eigenen Fenster, die Adresszeile verschwindet, die Statuszeile verschwindet, das ist jetzt alles weg. Gut, und ja, was es noch bekommen hat, ist zum Beispiel hier unten jetzt ein Eintrag im Dock. Das heißt, auf selber Ebene, wie Chrome oder wie PowerPoint, läuft gerade diese Anwendung. Und auch wenn ich jetzt hier den App-Switcher verwende beispielsweise, da ist Paint wieder drin. Das heißt, das Ding ist jetzt praktisch so wie eine native Anwendung. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt in euren Offline-Modus geht, dann lädt die auch noch nach wie vor.
Gut, und diese Anwendung, mal gucken, kann ich euch vielleicht sogar zeigen. Die verwendet jetzt nämlich eben gerade diese Native File System API, die wir gerade eben gesehen haben. Dauert gerade kurz eine Sekunde. Da haben wir es. Wir suchen nach Choose File System Entries beispielsweise. Hier wird es aufgerufen. Und zum Beispiel, wenn wir gleich versuchen, eine Datei zu öffnen, dann kommt jetzt hier exakt diese Methode zum Einsatz. Können wir mal gucken, hier Accepted Formats. Wie man sehen kann, kann man also auch mitgeben, welche Dateiformate wir öffnen können. Hier ist es also zum Beispiel PNG und WebP wäre hier zum Beispiel erlaubt. Okay, probieren wir das Ganze. Ich gehe hier in Paint. Wir sagen Open hier drin. Und jetzt öffnet sich der native Öffnen-Dialog. Ja, vom Betriebssystem wieder. Das ist Mac. Und wenn ich jetzt hier auf ein Testbild gehe, ich habe hier diesen Windows XP Hintergrund mal genommen, auch schon ein bisschen drin rumgemalt, dann wurde jetzt die Datei von der Platte gelesen praktisch und steht jetzt innerhalb meiner Webanwendung zur Verfügung. Und hier kann ich jetzt lustig drin rummalen beispielsweise, so, und kann das Ganze auch wieder speichern. Also gehen wir auf Save. Und jetzt ist es so, dass hier der Browser sicherheitshalber nochmal nachfragt, weil ich gerade eine potenziell gefährliche Operation mache. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach Dateien überschreiben würde vom Benutzer, wenn er es nicht erwartet, wäre blöd. Das heißt, hier fragt der Browser einmal nach und wenn ich bestätige, wird jetzt die Datei überschrieben. Das Gute ist, dass wenn ich es einmal gemacht habe, merkt sich der Browser für den Rest der Session die Erlaubnis und jetzt kann ich es einfach so speichern. Und wenn wir hier nochmal reingucken, dann sehen wir, es hat geklappt. Also hier die neuen Sachen, die ich hinzugemalt habe, die sind da drin jetzt gelandet. Diese Demo kann noch ein bisschen mehr. Ich habe zum Beispiel auch die Async Clipboard API da noch reingepackt. Das heißt, dass diese Webanwendung, die es hier links immer ist, man vergisst es gerne, aber hier tickt nichts anderes als ein Browser drunter, ist, dass es auf die Zwischenablage, genau, danke sehr, zugreifen darf. Das heißt, ich kann hier Inhalte kopieren und kann sie drüben in Preview einer nativen App einfach einfügen. Ja? Und ich kann umgekehrt Inhalte aus Preview markieren und sie umgekehrt hier drüben in Paint wieder einfügen und kriege damit eine schöne Interoperabilität zwischen Webanwendung und nativen Apps hin. Ich finde, das ist eine relativ nette Demo der Möglichkeiten, die man heute hat. Wie gesagt, es ist eine Webanwendung, das heißt, es läuft auf all euren Plattformen, die ihr nutzt. Allerdings muss ich eins dazu sagen, nicht alle dieser Plattformen nutzen gerade die Native File System API, die ist nämlich noch nicht öffentlich verfügbar. Stattdessen wird auf euren Geräten ein Fallback benutzt und ich denke, auch der Fallback funktioniert relativ gut. Vielleicht habt ihr das immer ausprobiert, eine Datei gespeichert oder geladen. Das hat man nämlich im Web früher auch schon hingekriegt, nur nicht ganz so schön integriert wie jetzt hier mit der Native File System API. Gut, das also mal dazu. Ein Beispiel für eine Progressive Web App. Jetzt stellt sich die Frage, was sind Vorteile dieser Technologie und was sind die Nachteile davon? Vorteil von Progressive Web Apps ist, dass ich jetzt eine einzige Codebase habe und die trifft jetzt auf maximal viele Geräte. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier jetzt wahrscheinlich alle möglichen Betriebssysteme und Gerätekombinationen haben, gerade in diesem Raum, die es gibt. Aber euch hat es überall funktioniert oder hat es irgendwo nicht funktioniert. Firefox Desktop? Nee, da kann auch keine Installation durchführen. Derzeit nur Chrome. Ja. Aber kommt, ist unterwegs. Genau. Zum Zweiten ist das Schöne, dass wir jetzt keinen App Store mehr brauchen. Ihr braucht keine Third-Party-Software. Ihr müsst nicht erst Silverlight runterladen oder sowas, damit das ganze Konzept funktioniert. Dann ist das Deployment jetzt super einfach, denn im Prinzip muss ich einfach nur die HTML, JavaScript und CSS-Dateien meiner Webanwendung nutzen und schiebe die irgendwo hin, auf irgendeinen Server und es wird funktionieren. Das heißt, es muss nicht an den App Store, wo es dann erst genehmigt werden muss und vielleicht abgelehnt wird und in der nächsten Version geht es dann wieder oder so. Und ich muss auch keinen MSI oder sowas bauen, was dann erstmal unternehmensweit ausgerollt wird. Es kommt aber durchaus
doch in Stores rein, wenn man das will, denn man kann Progressive Web Apps in den Microsoft Store hochladen, in den Google Play Store hochladen und auch in den Galaxy Store. Und dort erscheinen die Anwendungen auf selber Höhe wie native Apps auch. Und wie gesagt, es bleibt abwärtskompatibel, das heißt auch im IE 11 wird diese Demo funktionieren, wenn auch nicht mit den neuen Schnittstellen, zum Beispiel nicht offline. Gibt es Nachteile dieses Konzeptes? Jo, die gibt es, denn in den Apple App Store darf man jetzt keine PWAs hochladen. Das ist nicht erlaubt. Es ist hingegen erlaubt, ein statisches Bündel wieder hochzuladen, wie man es mit Cordova beispielsweise bekommt, aber keine PWA. Und wie bereits gesagt, es gibt noch einen Abstand zwischen nativen Apps und Webanwendungen. Wir haben nicht Zugriff auf sämtliche APIs, die es gibt. Die Lücke wird schmelzen durch Project Fugu natürlich. Aber ja, man wird sehen müssen, welche Browser das dann später auch wirklich alles unterstützen. Weiterhin ist der Nachteil, dass wir jetzt keine Kontrolle, keine Einflussmöglichkeit haben über die Ausführungsumgebung. Es kann jetzt halt auf wirklich jedem Gerät, jeder Engine laufen, auf WebKit, auf Gecko, auf was auch immer. Das haben wir jetzt halt nicht mehr in der Hand. Und diese modernen Webschnittstellen brauchen auch einfach einen halbwegs aktuellen Browser. Wenn ihr jetzt sagt, irgendwas von dieser Liste hier brauche ich aber, dann sind Webanwendungen aber immer noch völligst in Ordnung. Denn dann könnt ihr eure Anwendung auch weiterhin einfach mit dem Web bauen. Ihr braucht dann nur für den Moment einen nativen Wrapper drumherum. Und da gucken wir jetzt mal in den ersten, der sich Electron nennt. Electron ist von GitHub. Erklärt sich vielleicht auch ein bisschen, wenn man hier das Logo dann noch einmal sieht. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal den Texteditor Atom genommen hat. Das war so vor VS Code, war das so der angesagte Editor fürs Web zumindest. VS Code ist ja durchaus auch für andere Sachen brauchbar. Und dieser Editor basiert auf Webtechnologie und um ihn auf verschiedenste Desktop-Systeme zu bringen, hat man Electron praktisch erfunden. Was macht Electron? Electron kombiniert die Chromium Engine, also das Frontend, das wir auch in dem Browser haben, mit der Node.js Runtime, also mit der Ausführungsplattform Node.js. Das Gute ist, dass Node.js nämlich wieder auf sämtlichen nativen Schnittstellen zugreifen darf und dann macht es über eine JavaScript-Brücke die nativen APIs für den Chromium-Anteil nutzbar. Das heißt, wir können auch aus Chromium heraus dann sämtliche native Schnittstellen aufrufen. Ich habe auch hierfür ein Beispiel mitgebracht. Genau, ist hier eine Desktop-Anwendung. Auch das hier ist nichts anderes letztlich wie, wie eine native App. Wie eine Angular-App, die steckt hier eigentlich drin, kann man vielleicht erkennen, wer sich mit Angular ein bisschen auskennt, die ist hier drin. Innen drin liegt also eine ganz normale Web-Anwendung, nur dass die jetzt auf einen besonderen Schnittstellenumfang zugreifen darf. Zum Beispiel haben wir hier drin, wir haben zum Beispiel in Electron die Möglichkeit, auf Interprozesskommunikation zu hören. Das wiederum geht in der Progressive Web App nicht, das gibt das Konzept dort zum Beispiel einfach nicht. Wie sieht dieses Anwendungsmodell aus? Ich wechsle gerade mal hier in, und ich mache es mir noch ein, ah ne, passt. Gehe in den Desktop-Ordner, in den Publish-Ordner, genau, open. Hier sehen wir jetzt eine mit Electron verpackte Anwendung und wie gesagt, da steckt Angular schon drin. Alles in dieser einen Datei. Einen Nachteil kann man jetzt vielleicht hier schon sehen von diesem Konzept, ja. Erkennt ihn jemand? 89,4. Genau, ja. Der Nachteil steckt in der Size-Spalte, ja. Das heißt, hier diese Angular-App, die 500 Kilobyte groß ist, die hat ein leider ziemlich fettes Anwendungspaket mit dabei liegen. Aber klar, weil Chromium und Node ist da mit dabei. Wenn wir das ausführen, dann bekommen wir jetzt den gleichen Effekt. Wir haben also auch ein natives Fenster, ein eigenständiges, wir haben ein Dock-Icon bekommen und wenn ich hier durch den App-Switcher wechsle, sehen wir es auch drin. Ja. Aber von der Sache her ist es das Gleiche, nur dass das halt eben auf beliebige native Schnittstellen zurückgreifen darf. Was sind hier jetzt Vor- und Nachteile dieses Ansatzes? Der Vorteil ist jetzt von Electron, dass wir jetzt hier
ja, zunächst mal auf ganz viele Desktop-Plattformen kommen. Mal sehen, es geht Windows ab 7 beispielsweise, macOS ab Version 10.10 und auf verschiedenen Linux-Distributionen. Und dort kann es einfach überall alles ausgeführt werden, ohne dass ich mich darum kümmern muss, zum Beispiel, dass dort der richtige Browser zur Verfügung steht, was wir bei PWA wiederum bräuchten. Mit Hilfe von Electron komme ich in den macOS App Store, komme ich in den Microsoft Store rein. Und mit Hilfe von Electron kann ich sämtliche native Desktop-APIs aufrufen. Das ist gut. Außerdem, großer Vorteil, ich habe jetzt Zugriff auf ein sehr genau definiertes, auf eine sehr genau definierte Ausführungsumgebung. Ich weiß, da ist Chromium drin, auf allen meinen Zielplattformen, in genau der und der Version, in Version 80. Und da ist Node drin in Version 12 beispielsweise. Und dann kann ich mich einfach nur beim Testen darauf verlassen, dass es exakt diese Umgebung sein wird. Außerdem, da Zugriff auf sämtliche native Schnittstellen möglich ist, kann man hiermit Integrationsszenarien mit nativen Anwendungen fahren. All das ist bei PWA nicht der Fall. Aber Nachteile hat das Konzept natürlich auch wieder. Wir haben gerade eben schon gesehen, dass so ein Hello World mit 100 Megabyte, je nach Plattform 100 Megabyte, gerne auch mehr, wie gerade eben gesehen, schon mal groß werden kann. Das tut weh, finde ich, wenn man sich den Anteil anschaut, weil der Anteil eures Codes ist minimalst. Ja. Und ihr müsst euch darum kümmern, als Entwickler, dass das Anwendungsbündel immer aktualisiert wird. Denn wie gesagt, da wird immer Chromium in Version 80 drinstecken. Das heißt, wenn irgendwie ein Security-Fix kommt, müsst ihr euch jetzt darum kümmern, das wieder neu zu bauen. Dann ist halt eben mit Chromium 81 und dann ein Update an euren Benutzer rausschicken. Ansonsten setzt ihr ihm einen möglichen Sicherheitsrisiko aus. Und es gibt ja so sehr beliebte Anwendungen wie Slack. Ja, ist heute auch nicht mehr so, aber früher haben die mal für jeden Workspace, in dem er drin war, einen eigenen Tab gestartet sozusagen. Also auch Slack ist eine Webanwendung. Und zu was das geführt hat, ist, dass Slack immens viel Arbeitsspeicher verbraucht. Weiß nicht, wie viel Arbeitsspeicher so eure Entwicklungsmaschinen haben, aber es war hier durchaus möglich, dass mal so 4 GB oder so nur für Slack gebraucht wurden, für einen Chat-Client. Auch das tut dann ein bisschen weh. Und das passiert aber leider bei Electron, denn wir starten einen komplett neuen Browser hoch, wir starten eine komplett neue Node.js-Runtime hoch und das führt immer zu einem RAM-Overhead. Die Progressive Web App, die wir gerade eben hingegen gesehen haben, die läuft in eurem Browser drin, also in Chrome beispielsweise und verhält sich dort mehr oder weniger nur wie ein neues Tab. Okay, so viel zu Electron. Kommen wir zur nächsten Plattform, die sich Cordova nennt und bereits eingangs erwähnt. Die kümmert sich jetzt eher um den mobilen Anteil, Electron also eher für den Desktop. Und ja, Cordova ist von Apache zunächst einmal. Vielleicht kennt auch der ein oder andere von euch noch den Namen der kommerzialisierten Variante von Adobe, die heißt dann PhoneGap. Und das kommt auch bei sehr vielen Anwendungen zum Einsatz, denn dieses Ding hier macht mehr oder weniger genau das Gleiche. Es verpackt eure Anwendung in einem nativen Anwendungsrahmen und stellt dann über diesen Rahmen Zugriff auf alle beliebigen nativen Schnittstellen her. Ergebnis also das Gleiche, ich werfe dann eine Webanwendung rein, zum Beispiel mit Angular geschrieben und die Anwendung läuft danach halt eben auf den verschiedenen mobilen Betriebssystemen. Auch hierfür habe ich eine kleine Demo mitgebracht und das ist hier im Mobile-Ordner und auch hier kann man praktisch erkennen, das hier ist jetzt wieder nichts anderes wie ein ganz normales Angular-Projekt, was hier innen drin liegt. Ja, also es ist wieder alles Web-Technologie, die da drin steckt. Und hier drin haben wir jetzt wieder Zugriff auf native Schnittstellen. Was dieses Beispiel hier macht, ist Face ID zu implementieren. Kann ich aus einer PWA derzeit zum Beispiel auch nicht machen. Ja, gibt es noch keine Schnittstelle für. Das heißt, ich brauche wieder zwingend diesen Container drumherum. Und hier ist ein sogenannter Guard implementiert. Wenn ich also eine bestimmte Seite, eine bestimmte Sicht betrete in der Demo, dann muss ich vorher erst mit Face ID bestätigen, dass ich wirklich ich bin. Und wir haben auch noch ein zweites Feature drin,
Das ist hier, denn wir benutzen die Taschenlampe des Geräts über ein sogenanntes Plugin. Wie gesagt, ich habe Zugriff auf alle beliebigen Schnittstellen, die es gibt und schalte dann damit einfach die Taschenlampe an. In Progressive Web Apps gibt es derzeit noch keine Flashlight-Schnittstelle. Die ist auch in Project Fugu noch nicht drin. Insofern wird man darauf wahrscheinlich mal noch eine längere Zeit warten müssen, wenn man das denn heute wirklich braucht. Wie sieht dieses Konzept dann aus? Wechsle hier mal in den Mobile-Ordner rein. Und da haben wir die Mobile-App drin liegen. Und genau, bei Cordova ist es so, dass wir dann jeweils ein natives Projekt kriegen. Und zwar pro Plattform, die wir unterstützen müssen. Wie gesagt, heute typischerweise iOS und Android. Und dann bekomme ich ein echtes natives Plattformprojekt, hier beispielsweise in Xcode. Und kann dann dieses Projekt, das da rauskompiliert wird sozusagen, kann ich danach dann auf meinem Gerät starten. Ich muss nur vorher ein Team auswählen, das mache ich hier mal kurz. So, und danach kann ich das starten. Vielleicht erkennt man auch hier schon den Nachteil dieses Konzeptes, ja. Denn im Falle des iPhone brauche ich erstmal einen Mac. Ich muss hier eine Membership-Fee abschließen, dass ich überhaupt Sachen in den App Store einstellen darf beispielsweise. Und das ist wiederum dann der Nachteil bei diesem Ansatz. Das läuft jetzt hier auf dem Smartphone schon und um es euch zu zeigen, wechsle ich kurz jetzt aufs Gerät. Das ist ein Movie-Recording. Und dann schalten wir das um aufs iPhone und dann dürftet ihr meinen Bildschirm sehen. Genau. Also das hier ist mein Bildschirm, ist exakt das, was ich sehe. Und nachdem ich hier gerade auf dieses Play-Pfeilchen gedrückt habe, hat sich jetzt praktisch hier diese App drauf installiert, ne? Buster 2020. Auf die kann ich jetzt drauf gehen. Und jetzt hier, gleiches Konzept, hier ist es nur ein Webbrowser drin. Wenn ich jetzt hier in den Switcher beispielsweise reingehe, ist es ebenfalls wieder auf derselben Ebene wie andere native Apps auch. Und auf dem Home-Bildschirm haben wir gesehen, dass es auch da ein Icon bekommt, wie alle anderen Apps auch. Und jetzt kommen hier wieder die Sonderfunktionen dazu. Wenn ich also auf diese eine Unterroute wechseln möchte, die gesichert ist, dann muss ich jetzt erst mit Face ID bestätigen. Machen wir mal kurz hier, gucke ich rein, hat geklappt. Ja. Und jetzt, wo ich auf dieser Seite bin, darf ich die Taschenlampenfunktion nutzen. Genau, hier kann man sehen, funktioniert also. Aus dem Web haben wir eine native Schnittstelle aufgerufen. Und wie gesagt, dafür gibt es noch keine Webschnittstelle. Wobei da auch die Frage ist, ob das besonders schlimm ist, dass es die nicht gibt. Okay, das also dann Cordova und auch hier wieder Vor- und Nachteile dieses Konzeptes. Schauen wir zunächst einmal auf die Vorteile. Zunächst mal, welche Plattform adressiert es? Wir kommen auf iOS, wir kommen auf Android, wir kommen jetzt auch auf macOS, also hier ist dann so eine Schnittmenge mit Electron und wir kämen auch auf die Universal Windows Plattform. Wir haben Zugriff auf sämtliche native APIs, die alle anderen Apps auch nutzen dürfen und wir können ein offizielles Store Deployment machen, auch auf der iOS Plattform. Aber natürlich gibt es dann auch Nachteile des Konzeptes, denn man merkt, dass Cordova so ein bisschen alt geworden ist. Ja. Mittlerweile macht man eher Ionic beispielsweise. Ionic wiederum setzt intern auf Cordova zwar auf, aber hat schon mal so ein eigenes Projekt nebenher gestartet, wo man noch nicht direkt drauf gehen will, aber irgendwann vielleicht schon. Und diese gesamte Situation merkt man dem Ökosystem so ein bisschen an. Das heißt, viele der Plugins, die man findet, die sind oftmals relativ alt oder ihre Schnittstelle fühlt sich jetzt nicht ganz so schön an. Oftmals merkt man einfach, dass es Leute sind, die aus einer nativen Entwicklung kommen und gerade versuchen, eine Web-API dafür zu bauen. Das Konzept geht nicht immer auf. Darüber hinaus hat Cordova spannenderweise auch noch eine Electron-Plattform. Das heißt, aus einer Cordova-App kann ich auch noch eine Electron-App bauen, wenn ich das will. Und es hat auch noch ein Web-Deployment-Ziel, wo dann wiederum Progressive Web-App-Schnittstellen genutzt werden. Das Problem ist, die sind sehr, sehr unbequem zu benutzen. Das ist nicht so ganz schön. Und dann, wenn ihr in App Stores geht, dann gibt es da meistens Guidelines.
Das heißt, der App Store Provider legt fest, welche Apps dort drin sein dürfen und welche dort nicht drin sein dürfen. Und manchmal seid ihr auch noch vom guten Willen des App Store Providers abhängig. Auch das kennt man ja, manchmal fliegen Apps raus, die dort jahrelang drin waren, und weil dann irgendwas gerade nicht passt, ist dann die komplette App mal für 3 Monate aus dem Store oder so. Das kann in diesem Fall passieren, denn der Apple App Store ist die zentrale, die einzige der einzige Anwendungsmarktplatz, den es auf der iOS-Plattform gibt. Da hat Apple den Finger drauf, und wenn Apple keine Lust mehr hat, dann ist halt schade für eure App. Und wer von euch schon mal ein Update hat deployen müssen und es war gerade ein echt schwieriger Bug oder sowas drin, ja, dann gibt es zum Beispiel auch auf der iOS-Plattform eine sehr, sehr lange Wartezeit. Denn dann braucht es erstmal ein paar Stunden oder im schlimmsten Fall halt auch mal einen Tag oder zwei, bis irgendjemand über das Update geguckt hat und es freigegeben hat. Das ist sehr ärgerlich, wenn da gerade Geld verloren geht beispielsweise. Und das mit dem guten Willen des Plattform-Providers möchte ich nochmal rausgreifen, denn hier haben wir mal ein paar Beispiele noch, was denn alles so schief gehen kann. Hier ist ein Entwickler gewesen, wo sich zum Beispiel der Google Play Store mal gedacht hat, diese App soll da jetzt nicht mehr sein. Und jo, dann war die App halt einfach mal weg beispielsweise. Hier das Gleiche. Facebook hat interne Apps auf den Weg deployed, der nie offiziell unterstützt war. Das heißt, Apple hat halt mal gesagt, nö, ist nicht mehr, und dann gingen die ganzen internen Facebook-Apps nicht mehr. Ist auch blöd. Und hier auch mal passiert zwischendrin, rein zufällig war Apple Music über Spotify einsortiert welche Lösung gibt es denn beispielsweise noch? Und Apple Maps beispielsweise über Google Maps, was zwar nicht durch die Nutzerzahlen irgendwie unterfüttert ist, aber ja, Zufälle scheinen manchmal zu passieren. Das heißt, ihr seid auch noch darauf angewiesen, dass der Plattformbetreiber nicht gerade euer Geschäftsmodell für sich entdeckt hat. Sonst seid ihr nämlich auch schon wieder. Ja, also das muss man im Hinterkopf behalten, und wie gesagt, im Falle der App Stores hat man auch noch zum Teil eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, bei Apple zum Beispiel mit wiederkehrenden Kosten, bei Google zumindest mal mit einmaligen Kosten. Okay, was sollte man jetzt also mitnehmen als Entwickler? Wenn ihr jetzt eure nächste App plant und starten wollt, was ist da wichtig zu beachten? Ich würde empfehlen, sich die Zielplattformen anzuschauen, also auf welche Plattform wollt ihr. Und eine sehr relevante Plattform ist das Web. Da laufen übrigens Cordova und Electron Apps natürlich nicht drin, ja, weil das native Anwendungen sind. Es kann noch mehr geben als das. Wie gesagt, im Tesla geht es, und wenn ihr so einen Samsung-Kühlschrank habt, der einen Fernseher hat, dann geht es da drin, theoretisch auch. Es gibt die mobilen Plattformen, Android, iOS und der neue Abkömmling iPadOS. Und es gibt Desktop-Plattformen, typischerweise Windows, macOS und Linux. Und jetzt legt ihr einfach für euch fest, was ihr gerne erreichen wollt beispielsweise. Wenn ihr sagt, ich brauche nur Windows und meine Nutzer sind alle nur auf Windows unterwegs, dann ist es legitim zu sagen, wir machen halt WPF weiter. Aber schauen wir uns hier in diesem Raum allein schon mal um. Das ist typischerweise nicht mehr die Realität, auf die man heute trifft. Das heißt, es ist geschickter, sich die Kategorien anzuschauen. Und zum Beispiel für die Desktop-Kategorie, wenn ich dann wiederum die und nur die adressieren will, dann ist Electron zum Beispiel eine gute Variante. Wenn ich die komplette Bandbreite adressieren möchte, könnte ich Cordova nehmen, aber wie bereits gesagt, das Electron-Target und das Web-Target ist nicht schön, unbequem zu benutzen, also lieber nicht machen. Die wahre volle Bandbreite, die bekommt man dann aber durch Progressive Web Apps, denn die laufen, wie wir es gerade eben schon gesehen haben, dann wirklich sinnvoll auf jedem Gerät und ist auch für den Entwickler am allereinfachsten bereitzustellen und mit keinen Kosten verbunden. Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung und zu einem Vorschlag, wie ich jetzt an das Thema rangehen würde. Das ist nämlich das Folgende.
Ich würde sagen, dass man als Entwickler immer erst versuchen sollte, seine Anwendung als Progressive Web App bereitzustellen. Einfach deswegen, weil es die größte Bandbreite adressieren kann, mit dem geringsten Aufwand. Und durch Project Fugu der Ausblick ein wirklich sehr guter ist. Das heißt, es ist sinnvoll, immer erstmal zu starten, im Browser zu starten und am Ende auch das Ziel zu haben, dass es im Browser an sich schon funktioniert. Wenn ihr es denn wirklich braucht, jetzt irgendeine native Schnittstelle, die es heute im Web noch nicht gibt, dann ist es in Ordnung, diese App entweder zusätzlich oder stattdessen in einen dieser nativen Anwendungscontainer zu verpacken, also zum Beispiel in Cordova oder in Electron oder in beides. Das Gute ist aber, dass die Investition in eure Webanwendung sich trotzdem immer gelohnt hat, denn die bleibt da. Und wer weiß, vielleicht kommt durch Project Fugu eines Tages die Schnittstelle, die ihr gerade braucht, doch ins Web und dann könnt ihr nämlich einfach diesen nativen Wrapper wieder wegschmeißen. Das heißt, man sollte Cordova und Electron eher als Uber-Polyfill ansehen. Also Polyfill im Webbereich ist etwas, was man für einen begrenzten Zeitraum irgendwo reinwirft, um eine Funktion auf Systemen verfügbar zu machen, die erst in späteren Browsern beispielsweise unterstützt wird. jQuery ist praktisch auch so eine Art Uber-Polyfill gewesen. Und genauso sind Cordova und Electron heute. Und in Zukunft könnten die irgendwann irrelevant werden oder vielleicht sogar ganz überflüssig. Das wird man sehen. Wenn man dann moderne Web-APIs nutzen möchte, wir haben das vorhin am Beispiel der Native File System API gesehen, dann empfiehlt es sich, immer zuerst Feature Detection zu machen, also zu gucken, kann das System diese Schnittstelle, die ich gerne aufrufen möchte, und wenn es nett geht, dann falle ich entweder wieder auf Cordova und Electron zurück oder irgendeine alternative Schnittstelle, die es vielleicht vorher schon gab. Und wenn ihr auf Anwendungsfälle stößt, die sich heute im Web noch nicht umsetzen lassen, dann meldet diese gerne an die Browserhersteller. Habe vorhin den Kontaktweg zu Google beispielsweise gezeigt, denn die hören tatsächlich drauf. So konnten wir, wie gesagt, bis 2018 Apps noch nicht offline halten über die Service Worker auf der Apple-Plattform beispielsweise, aber aufgrund des Feedbacks von Entwicklern wie uns allen hier hat sich Apple am Ende dann doch dazu entschlossen, dieses Feature umzusetzen. Das heißt, wir alle hier haben einen gewissen Einfluss darauf, was die Browserhersteller tun. Ja, und damit hoffe ich, euch einen guten Überblick gegeben zu haben, welche webbasierenden Cross-Plattform-Modelle es heute gibt. Wie gesagt, ich bin großer PWA-Fan, bin überzeugt, wir hören noch mehr davon und denke, auch für Business-Anwendungen ist das ein sinnvolles Konzept. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne hier vorne zu mir. Ich bin noch ein paar Minütchen da. Und ansonsten, nehmt gerne Kontakt zu mir auf. Hier unten seht ihr nochmal die Kontaktdaten. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.